So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich bin Ramses, das ist meine Kitchen und wir waren gerade im Rewe unterwegs. Da habe ich was gesehen. Das ist mir direkt ins Auge gestochen. Dann habe ich gedacht, das musst du mal mitnehmen. Das musst du mal probieren, erstmal Luft holen, dass man nicht vom Stuhl fällt. Das ist nämlich hier das gute Peanut M&M's Eiscreme. Die gute Peanut M&M's Eiscreme. Das Eiscreme auf jeden Fall. Hier ist ein Eis. Auf jeden Fall ein Eis von M&M's. Habt ihr schon mal M&M's Eis probiert? Ich glaube, ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das extra eigentlich so einzeln sein soll oder ob das aus einem großen Pack war. Ein großes Pack mit 10 Stück für 5 €. Jetzt verkaufen sie einzeln für 1,50 zum Sonderpreis. Man kennt es, ne? Ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. Da wird was verkauft. Wenn sie jemand aufreißt, verkaufen sie danach, müssen sie ja einzeln mit Sonderpreis. Nur dass der Sonderpreis doppelt so hoch ist wie der Packungspreis insgesamt. Wir machen das auf jeden Fall jetzt mal auf. M&M's Eiscreme mit Peanut. Gibt es jetzt noch andere Sorten, wo oben was anderes steht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch einfach normal immer so geschrieben. Einmal Eistüte aufmachen. Adi ist auch am Start. Ich glaube, ihr seht wahrscheinlich gar nichts, weil der Adi wieder seine Schnute davor hält. So. Einfach mal schnell und einfach das M&M's Eis aufziehen. Das habt ihr jetzt hier drin. Sieht dann ungefähr so aus. Da die guckt, ob alles da ist. Und wenn ihr das hochnehmt, seht ihr ja schon die einzelnen M&M's sozusagen, die hier versteckt sind unter der Schokolade. Ihr habt ja also Schokolade, ihr habt. Schmeckt, ist das jetzt eigentlich, denke ich ja, eigentlich ist das Vanilleeis normal. Aber ist Erdnussbuttereis, Erdnusseis. Ja, wir beißen mal ab. Und vielleicht ist es deswegen auch, liegt jetzt alles extra. Das gab es gar nicht in der Packung. Das gab es von Haus aus extra. Für 1 Euro. Weil es zum normalen Preis für 1 Euro keiner gekauft hat, haben sie jetzt einfach Sonderpreis 1,50 € und schon kommt jeder und denkt, oh, das muss was Besonderes sein. Das nehme ich jetzt mit. Also die Schokolade ist auf jeden Fall gut. Schokolade wirkt wirklich wie so M&M's mäßig Schokolade, was man halt so kennt. Gleichzeitig habt ihr hier immer so ein paar Linsen mit drin, Reste zusammengekrümelt. Schmeckt wie wenn ihr euch wirklich eine ganze Tüte M&M's reinprügelt. Und innen drin, das ist nicht weiß, das ist so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen dreckig aus, aber es schmeckt wirklich sehr nach Erdnuss, Erdnussbutter. Das ist auf jeden Fall eine interessante Kombination. Normalerweise beißt ihr immer die Schokolade vom Eis ab und habt innen drin eben nur Vanille. Bei fast jedem, was so gibt. Aber hier, dieser Erdnussgeschmack mit den M&M's, mit der Schokolade, finde ich eigentlich sehr interessant. Ich habe gleich 3 Stück eingepackt. Eins noch für Pupsi, eins noch für die Mama. Bin ich mal gespannt, wie es der Mama schmeckt. Bin mal gespannt, wie es Pupsi schmeckt. Und ich frage mich, was mit Adi heute los ist. Normalerweise, wenn man Eis isst, ist der Adi der Erste, der ankommt und immer das Eis wegschlägt. Ist bestimmt nicht gesund. Sollte man auch nicht machen. Also so sieht's aus, wenn ihr das auch mal testen wollt. Habe ich jetzt gerade im Rewe gefunden. Wie ich gesehen habe, der Rewe momentan hat sowieso viele coole Sachen. Die Capital Bra Pizza, Thunfisch und Sucuk. Sucuk auch eingetroffen. Sucuk jetzt plötzlich überall im Rewe. Diese ganzen Chupa Chups, Drinks. Wo ich gedacht habe, gibt es nur im Amiland, gibt es jetzt plötzlich auch Rewe überall, alles voll überschwemmt. Und jetzt hier noch dieses gute Eis, also kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal was Besonderes testen wollt, gönnt euch mal so ein M&M's Eis. Das war es eigentlich schon von meiner Seite aus, oder? Adi? Adi? Komm mal her. Na komm.
Und was sagst du jetzt dazu? Ja? Nein? Aha, ich hab's gewusst. Dem Adi schmeckt's nämlich auch. Jetzt müssen wir das aber wegnehmen. Nicht damit er stirbt. Ich glaube, so ganz wenig ist bestimmt noch verträglich. Je mehr es dann wird, desto schlimmer wird es. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Also eigentlich wollte ich jetzt drauf drücken.